Ziege. Danke, ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder. Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Die sieben Feuer. Los, wer als erster über den Bach springt, hat gewonnen! Entschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der sieben Feuer, wer der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass ich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die drei Tippis stehen. Es ist das Rennen der sieben Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühne Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer der schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp?
Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer. Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari. Ich will doch genauso gern gewinnen wie du. Na also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, her! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halte dich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwa schwimmen gehen? Yakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem fünften der sieben Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum sechsten Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das sechste Feuer! Uhuhuhu! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das siebte
Lagerfeuer. Wir haben es fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, kleiner Donner, ganz vorsichtig. Honigsüß! Von wegen, ihr Spargelhähnchen! Und dabei war es richtig dunkel. Noch ein Wort! Kleiner Donner, da sind sie. Genau die Bären, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her. Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen Ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gerne mit Wölfen zu tun habe. Keine Angst, ich will ja nur mit ihnen reden. Halt! Bleib stehen! Gegen diese drei da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die armen Rehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Ja, also... Wir sind das ganze Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer. Und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monden ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wir nicht, kleiner Mensch. Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Yakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe. Und wenn unsere Jäger euch entdecken... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns. Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du, uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings! So ein Quatsch! Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Wir brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Don. Ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Mach dir keine Sorgen. Passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von Großer Weißer aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt.
Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden. Yakari hat recht. Wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Ruhen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Yakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine edle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schneesturm gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Yakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Beeren drin. Sowas kriege ich nicht runter. Sonst nichts. Schluss damit, jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Yakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer. Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl. Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell. Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht, du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Yakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Na gut, dann begleiten wir als erstes Yakari und Kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Yakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Yakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer,
Du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich hab keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Yakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donner, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner, ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Yakari und die Wapitis. Du da. Das ist meine Birkenrinde, die du da knabberst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Wapiti-Freund, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Wapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken, dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer, Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich habe an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann. Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. Also Stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz?
Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter Wapiti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo. Das ist Yakari. Er kann uns helfen. Mm-mm. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Yakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf. Geh mir sofort aus den Augen. Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde. Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde, die Tiere, befragen. Tapferes Herz? Nein, Yakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid, als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti-Kalb. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Kojoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Kojoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von Tapferes Herz. In der Prärie gingen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Ganz genau, Yakari. Oh. Man erzählt sich, Tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Vielleicht gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Yakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist Tapferes Herz. Genau dich suchen wir, tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Yakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Huf aus der Herde vertrieben und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Tapferes Herz! Ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts, im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih! Jetzt kriegst du wohl Angst, was?
Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Nein! Du Betrüger! Pass auf, tapferes Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Yakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helft mir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld. Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Wapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Köpfige Ziege. Da hat wohl jemand eine Distel übersehen und sie glatt verschluckt, war. Und dann davon Schluck aufgekriegt. Ich habe es so satt, mit diesen gemeinen Zicken zusammenzuleben. Ich möchte frei sein, frei wie der Wind. Na los, ihr Ziegen, es wird Zeit. Abmarsch zur Tränke, ja? Alle mir nach, wir gehen runter zum Fluss. Gehorchen, immer nur gehorchen. Hey, du da, was fällt dir ein, hier so herumzutrödeln? Na los, jetzt mach schon und schleich dich runter ans Wasser, wie alle anderen auch. Ach, mir reicht's. Ich hau ab. Was Neues. Und wie schön es hier ist. Toll! Hier finde ich bestimmt viele neue Freunde. Hey, Eichhörnchen! Mussten wir denn heute nur so früh aufstehen, Yakari? Ach, du weißt doch, wie gern ich schon bei Sonnenaufgang unterwegs bin. Oh, nein, beruhig dich, kleiner Donner. Eine Ziege? Dankeschön, Ziege. Der wird sich auf sie stürzen. Hallo, sei vorsichtig. Wir folgen dem Wolf, kleiner Donner. Was? Warum dem Wolf folgen? Eine kleine Ziege, die allein im Wald herumläuft, ist eine leichte Beute für ihn. Soll der Wolf denn lieber uns fressen?
da, verschwinde von hier. Hau ab, hau ab. Oh, ich fall runter. Oh nein, was ist das denn für ein Trampler? Mach sofort, dass du wegkommst, du. Ich hab keine Ahnung, wer du bist, aber du kannst ja nicht... Du hast hier nichts zu suchen, ist das klar? Meinetwegen. Dann verschwinde ich eben wieder. Ist mir doch egal. Hey, Ziege! Warte doch! Die zwei waren aber sehr unfreundlich. Aber das macht auch nichts. Ich finde bestimmt noch andere Freunde hier im Wald. Guten Tag, Ziege. Was machst du hier so weit weg von dem Canyon, in dem du sonst lebst? Ich hab genug von meiner Herde. Aber Ziegen sind doch überhaupt keine Einzelgänger. Ach ja? Ich aber schon. Hör auf mich, Ziege. Ich glaube, du gehst lieber wieder zu deiner Herde zurück. Niemals. Niemals. Ein Wolf hat dich gefüttert. Wenn der dich hier schnappt, hast du keine Chance. Ein Wolf? Von so einem Tier habe ich noch nie gehört. Na und dann? Habe ich noch meine Hörner, um mich zu wehren. Die beiden haben hier ja einen Riesenspaß. Ich will auch mit ihnen planschen. Nein, kleine Ziege, tu das nicht. Du wirst sie erschrecken. Kleine Ziege, halt dich fest. Ich habe Angst. Danke. Siehst du nun, ich hätte dich ganz leicht fangen können. Du musst sofort zurück nach Haus. Ich begleite dich. Na los. Nein. Du hast doch gerade eben noch gesagt, du hast Angst. Das habe ich nie gesagt. Männer da? Das sind Jäger. Und du wärst ihnen fast in die Arme gelaufen. So, hier bist du vollkommen sicher. Bitte passt gut auf die Ziege auf. Ich werde mich jetzt darum kümmern, diesen Wolf aus dem Wald zu vertreiben. Sei bloß vorsichtig, Yakari! Also, wie ich gehört habe, sollen Ziegen ja alles futtern. Wie? Wer hat denn das gesagt? Bäh. Friss uns ja nicht unser Gras weg. Und was wir auch nicht leiden können, ist wildes Galoppieren auf unserer Koppel, klar? Galoppieren? Wie kommst du da drauf? Ich bin doch kein Pferd. Mach dir nichts draus. Die sind manchmal etwas griesgrämig, aber... Die sind schlimmer als der Hüteesel, der unsere Herde rumscheucht. Ich will nicht länger hierbleiben. Ich will frei sein! Hey, warte! Der Wolf ist hier ganz in der Nähe. Aber wie soll ich ihn nur vertreiben? Kleiner Donner! Die Ziege ist weggerannt. Was? Sie ist... Hast du dir wehgetan, Yakari? Nein, nein, nichts passiert. Schnell, kleiner Donner. Wir müssen die Ziege finden und das vor dem Wolf. Kleine Ziege! Kleine Ziege! Da ist sie. Sieh dir das an. Sie ist völlig gedankenlos. Und trotzdem sehr dickköpfig. Hey, kleine Ziege! Ich bin hier! Fang mich doch, wenn du kannst! Oh nein! Die macht uns noch verrückt. Warte doch! Ich hab da eine Idee. Auf die Plätze! Fertig!
brauche eure Hilfe. Und ich brauche Baumstämme. Das ist hoffentlich wichtig. Hier geht's lang. Komm, kleiner Donner. Hallo, Ziege. Willst du auch? Komm doch. Wir spielen alle was Schönes zusammen. Hoffentlich funktioniert der Trick. Hallo, Ziege. Hallo, Ziege. Beeil dich. Wir warten schon. Ich komm ja schon, meine Freunde. Lass die Baumstämme rollen. Runterspringen, Ziege! Lass die Ziege in Ruhe! Sie ist unsere Freundin! Ich verbiete dir, ihr weh zu tun! So, dir wird nichts mehr passieren, Ziege. Danke. Ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder. Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweil mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Die sieben Feuer. Los, wer als erster über den Bach springt, hat gewonnen. Unentschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der sieben Feuer, wer der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass ich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die drei Tippis stehen. Es ist das Rennen der sieben Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühner Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist kleiner Donner. Du vergisst leider, dass großer Grauer der schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf?
wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Ruhig. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Nett, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer! Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei! Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari! Ich will doch genauso gern gewinnen wie du! Also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, hier! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Ja, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halt dich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwa schwimmen gehen? Yakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem fünften der sieben Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der, der schwimmt oder der, der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari.
Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wegzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum sechsten Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das sechste Feuer. Uhuhuhu! Oh, unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden... Die Bewährungsprobe. Fertig, kleiner Dachs. Dann jetzt umdrehen. Ich hab ihn! Und jetzt machen wir das mit verbundenen Augen. Na gut, dann los! Ihr zwei habt euch ja gar nicht verändert. Silberner Pfeil. Das ist ja toll. Der, der alles weiß, wartet schon so lange auf dich. Ich war auch lange unterwegs. Gut, wir bringen dich ins Dorf. Juhu! Mein Bruder vom Stamm des Nordens hat seinen Sohn Silberner Pfeil zu uns geschickt. Er möchte ihn uns für eine Weile anvertrauen. Erst wenn er seine Bewährungsprobe bestanden hat, kehrt er zu seinem Stamm zurück. Der große Kreis des Lebens hat verkündet, dass es nun an der Zeit für dich ist, deine Bestimmung zu finden und auf die Suche nach deiner Vision zu gehen. Dazu wirst du dich 4 Tage lang in den Wald begeben, so wie deine Vorfahren. Ganz allein und ohne Nahrung wartest du dort auf deine Vision. Sie wird dir zeigen, wo von da an dein Platz im Stamm sein wird. Hier, damit kannst du dein Tipi aufbauen. Meinst du, das schaffst du? Sonst fragt Yakari und kleiner Danke, schimmernde Zöpfe. Wir helfen dir, wenn du möchtest. Na, als ob ihr das könnt, ihr Knirpse. Klar, wir sind unschlagbar, wenn es ums Tippis bauen geht. Tatsächlich? Wartet auf Silberner Pfeil. Du wirst schon sehen. Wir werden ja sehen, ob ihr wirklich so talentiert im Tippi aufbauen seid. Seid ihr bereit? Ja! Dann lasst mal los! Findest du das witzig? Dann würde ich gern mal sehen, wie du ein Tippi aufbaust. Er hat sich vor dem ganzen Stamm über uns lustig gemacht. Ja, und sein Tippi hat er ganz allein aufgebaut. Im Bogenschießen kann ich ihn locker schlagen. Das werde ich ihm jetzt zeigen.
Hoffentlich geht das auch gut. Es gibt noch andere Wege, ihm zu beweisen, was wir können. Nicht übel für so einen Knirps. Wenn du weiter schön übst, dann wird das auch noch besser. Der wird sich noch richtig schwer wundern. Und ob ich das noch besser kann. Sei vorsichtig, über dir! Hä? Manchmal tut mir kleiner Dachs wirklich ein bisschen leid. Und? Steigt ihr etwa genauso aufs Pferd, wie ihr Tippis aufbaut, Kinder? Nein, silberner Pfeil. Guck mal genau hin. Jetzt sind wir dran, kleiner Donner. Na und? Kann ich besser. Spielt der sich auf? Naja, er ist schon ziemlich geschickt. Hey, silberner Pfeil! Was hast du vor? Quarzsteine suchen gehen. Damit will ich neue Pfeilspitzen herstellen. Macht ihr nur weiter mit euren Kinderspielen. Quarzsteine suchen gehen, so ein Angeber. Wir suchen auch welche. Und ich weiß auch wo. Silberner Pfeil kennt sich hier nicht gut aus. Wenn wir uns beeilen, werden wir ganz bestimmt vor ihm die Quarzsteine finden. Ja, dann wird uns silberner Pfeil endlich ernst nehmen. Wir wetten mit dir, dass wir die Quarzsteine schneller finden als du, silberner Pfeil. Die Wette gilt. Da traut ihr euch ja wirklich ganz schön was zu, ihr beiden Zwerge. Hey! Es ist gleich da vorne. Wir werden schneller sein, wenn du einverstanden bist, kleiner Donner. Die beiden dummen Jungs führen mich ja direkt zu den Quarzsteinen. Da ist die Felswand. Also, da geht es lang. Ja, nur noch ein kleines Stück. Juhu! Vorsicht, Jakari, die Steine sind alle locker. Ja, wir sind die Ersten. Nicht so laut. Pass bitte auf, du löst sonst einen Steinschlag aus. Was machen die denn da? Wenn das mal gut geht. Komm schnell. Ja, ja. Hörst du uns? Da unten. Wir sind schon da, silberner Pfeil. Da guckst du, was? Silberner Pfeil! Hör auf zu schreien. Wir haben gewonnen, silberner Pfeil. Ja! Oh nein. Ja! Bitte, kleiner Dachs, sei nicht so laut. Jakari, ist euch was passiert? Diese kleinen Dummköpfe. Hey! Alles in Ordnung bei euch da drin? Los, antwortet! Wie soll ich sie da bloß rausholen? Was machen wir nun, Jakari? Wir sitzen in der Falle. Die Quarzader befindet sich in der Richtung. Lass uns mal nachsehen. Vielleicht ist da ja ein Ausgang. Hoffentlich. Hey, vor uns sind die Steine. Oh. Sieh mal, von da oben kommt Licht. Aber das ist viel zu hoch, da kommen wir niemals hin. Ich weiß was, wir können von hier um Hilfe rufen. Nicht, kleiner Dachs, sonst löst du damit noch einen Steinschlag aus.
Wie sollen wir dann hier rauskommen? Ich hoffe, die anderen werden uns suchen gehen, wenn die Pferde ohne uns zurückkommen. Aber wie lange werden sie brauchen, um uns zu finden? Wie viele Tage können wir ohne was zu essen hier aushalten? Ich weiß keine andere Lösung. Es tut mir leid, Yakari, das war alles meine Schuld. Ach was, es wird schon alles wieder gut. Silberner Pfeil! Yakari, kleiner Dachs, geht's euch gut? Jetzt, ja. Und keiner verletzt? Ich habe einen Durchgang gefunden, der nach draußen führt. Wir dachten schon, uns würde keiner hier drin finden. Nicht wahr, kleiner Dachs? Ja, das stimmt. Wir hatten sehr große Angst. Ja, die hatte ich auch. Wir wollten dir nur zeigen, dass wir genauso gut sind wie du. Naja, und jetzt? Und wisst ihr was? Ich hatte keine Ahnung von der Quarzader. Ich bin euch einfach nur gefolgt. Also war das meine Schuld. Hä? Ich habe euch die ganze Zeit behandelt wie kleine Jungs. Dabei war ich vor gar nicht langer Zeit genauso wie ihr. Ach, wisst ihr, ich habe ganz schön Angst vor der Suche nach meiner Vision. Jetzt, wo wir wissen, dass wir hier wieder rauskommen, können wir noch ein paar richtig schöne Quarzsteine sammeln. Gute Idee. Das reicht. Wir haben genug, denke ich. Jetzt holt mal richtig tief Luft und folgt mir. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Es ist wirklich ganz einfach. So, wir sind frei. So ein Abenteuer. Jetzt müssen wir nur noch mit den Quarzsteinen ins Dorf zurückreiten. Silberner Pfeil, bringst du uns bei, wie man daraus Pfeilspitzen macht? Ja, beim nächsten Mal gern. Aber jetzt habe ich erstmal eine Aufgabe für euch. Würdet ihr Großer Grauer bitte mit zurücknehmen? Natürlich. Aber kommst du nicht mit uns? Ich bin nun bereit, auf die Suche nach meiner Vision zu gehen. Ihr habt viel Mut gezeigt. Und den muss ich bei der Prüfung, die vor mir liegt, auch beweisen. Auf Wiedersehen, ihr Kinder! Alles Gute! Möge der große Geist mit dir sein, Silberner Pfeil! Oh, ist das ein Geschenk von Silberner Pfeil? Nein, die haben alle wir mitgebracht. Silberner Pfeil hat uns aber geholfen. Und er ist jetzt losgezogen, um auf die Suche nach seiner Vision zu gehen. Eines Tages werdet auch ihr euch dieser Prüfung unterziehen müssen. So wie alle Erwachsenen des Stammes es getan haben. Ein komischer Vogel. Hallo, Mondgeist. Ich bin's, Yakari. Meine Mutter hat Pemmikan gemacht und ich wollte dir etwas vorbeibringen. Yakari, es ist wirklich sehr lieb von dir, unsere gute Mutter wieder einmal zu besuchen. Ja genau, ihr geht's nämlich gerade gar nicht gut. Ist Mondgeist krank? Nein, aber unser Freund Frecher Blick ist plötzlich verschwunden. Und keiner von uns weiß, warum. Seitdem ist Mondgeist ganz traurig. Frecher Blick? Der junge Hund, der immer gern Streiche spielt? Mhm. Und als er ging, sagte er, wir sollten ja nicht versuchen, ihn zu finden. Willkommen, Yakari. Wie lieb von dir, eine so alte und langweilige Frau wie mich zu besuchen. Mondgeist, du bist nicht alt und auch nicht langweilig. Oh doch, Yakari. Seitdem Frecher Blick fortgegangen ist, kenne ich keine Freude mehr. Wie? Ich bring dich auf andere Gedanken. Kleiner Donner! Komm, wir zeigen Mondgeist was. Und hopp! Oh. Oh. Und jetzt du, kleiner Donner. Ja, aber jetzt geht wieder alles verkehrt rum. Ups! So eine schöne Vorführung. Ich danke euch, ihr zwei. Es ist lieb von euch, mich abzulenken. Nur ist mir nicht zum Lachen zumute. Ich wollte Mondgeist aufheitern und habe überall nach Frecher Blick gesucht.
aber der Hund war nirgendwo zu finden. Und Mondgeist meint sowieso, dass er nicht mehr zurückkommt. Ich weiß nicht, was ich machen soll, damit sie wieder fröhlich wird. Die Federn des Blauhairs schenken dem die Freude wieder, der sie verloren hat. Finde 3 der blauen Federn und schenke sie, Mondgeist, und ihr Kummer verschwindet wie der Nebel. 3 Blauhair-Federn? Die werde ich schon finden. Danke, der alles weiß. Unser Schamane hat gesagt, dass dir die blauen Federn die Freude wieder zurückgeben. Jetzt müssen wir nur einen Blauhair finden, der uns 3 seiner Federn gibt. So einfach ist das. Bitte komm weiter mit, Mondgeist. Ich brauche dabei unbedingt deine Hilfe. Also, ich wüsste nicht, wie eine alte Frau wie ich dir helfen könnte. Vergiss nicht, dass niemand die Tiere so gut kennt wie du. Du hast recht. Ich werde nicht tatenlos hier herumsitzen, während du dich so sehr für mich einsetzt. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Ich komme bald wieder. Vielleicht wird mir dieser kleine Ausflug wirklich gut tun. Oh! Oh. Vielleicht auch nicht. Wenn sie zu müde ist, darf sie sich auf meinen Rücken setzen. Wo bleibst du, Mondgeist? Oder willst du kneifen? Nichts wie hin. Nein, Yakari, wir sollten lieber wieder in den Wald gehen. Denn dort wohnen die Blauhäher. Was sagtest du eben? Keiner kennt die Tiere besser als Mondgeist. Mhm. Oh. Da ist einer. Das ist ein Blauhäher. Ich möchte gerne mit dir reden. Hey, warte doch. Komm bitte runter. Komm hoch, wenn du mit mir reden willst, kleiner Mensch. Ich heiße Yakari. Oh. Oh, wirklich lustig. Ich würde dich sehr gerne um etwas bitten. Na gut, aber dann lieber hier. Nein, doch lieber da. Was soll denn das? Der Blauhair scheint ein genauso lustiger Schelm wie frecher Blick zu sein. Bitte schenk mir 3 von deinen schönen Federn. Na, wieso denn das? Sie sind das Einzige, was Mondgeist wieder fröhlich machen kann. 3 Federn? Lass mich mal nachdenken. Meine Federn sind das Wertvollste, was ich habe. Das verstehe ich. Doch sie wären das schönste Geschenk, das du Mondgeist machen könntest. Machen wir doch einen Handel. Für 3 deiner Federn tue ich dir 3 Gefallen. 3 Gefallen, sagst du? Mein Ehrenwort. 3 Aufgaben, die du mir stellst, werde ich lösen. Im Gegenzug gibst du mir je eine Feder dafür. Sei vorsichtig, Yakari. Dieser Blauhair ist ganz schön gerissen. Was sagst du? Einverstanden. Sehr gut, Yakari. Die fettesten Würmer verstecken sich tief in der Erde. Die habe ich noch nie zu fassen gekriegt. Für Mondgeist besorge ich dir so viele Würmer, wie du willst. Oh, die sehen köstlich aus. Jetzt habe ich einen guten Vorrat. Ja. Vielen Dank, Yakari. Bitte, Yakari, hier hast du deine erste Feder. Die hast du dir auch verdient. Oh. Danke. Und jetzt zu deiner zweiten Aufgabe. Bau mir ein schönes Nest. Zeig her. Nein, solche Zweige gehen nicht. Sie sind zu weich und könnten unter dem Gewicht der Eier zusammenbrechen. Ja, in Ordnung. Oh, entschuldige, es ist mein erstes Nest. Ich werde dir zeigen, wie man die richtigen Zweige auswählt. Komm schon. Los, zeig mal. So trocken. Na also, dieser Zweig ist perfekt geeignet. Ja, gut verstanden. Genau solche werde ich nehmen. Ah, ich denke, das sollte reichen. Jetzt muss aus den vielen Zweigen nur noch ein richtiges Nest werden. Lass dir ruhig Zeit, Yakari. Uns wird hier ganz sicher nicht langweilig werden. Weißt du, du musst die Zweige sehr gut verflechten, denn sonst kommt der nächste Windstoß und musst du wieder von vorn anfangen. Yakari, möchtest du auch welche? Ja, aber
Nein, danke, Mondgeist. Na gut. Hey! Ein echter Spaßvogel ist das. Die Zweige liegen aber gar nicht dicht genug beieinander. Da würden die Eier einfach durchkullern. Wenn du nicht aufhörst, Eicheln zu werfen, wirst du dadurch irgendwann noch mal ganz schön Ärger bekommen. Weg! Weg! War nicht übel für dein erstes. Dafür sollst du deine zweite Feder bekommen. Vielen Dank, Yakari. Na gut, was soll ich als letzte Aufgabe für dich erledigen? Das wird die schwierigste. Dafür musst du mir mit deinem Freund folgen. Es ist da hinten, gleich unter meinem Schlafplatz. Kommst du, kleiner Donner? Wir sind gleich wieder da, Mondgeist. Du kannst dich ja in der Zwischenzeit ein bisschen ausruhen. Was ist das für ein furchtbarer Krach, Blauhär? Genau wegen denen brauche ich deine Hilfe. Die sind schuld, dass ich nicht schlafen kann. Wer ist das? Sieh sie dir an. Hey, du da oben! Ich? Pass auf, wenn ich dich erwische. Aber ich war das nicht. Hörst du ihr Krächzen? Es ist nicht zum Aushalten. Sie bringen mich um meinen Schlaf. Sag ihnen, dass sie umziehen sollen, Yakari. Was soll ich? Ja, denn das ist deine dritte Aufgabe. Überrede diesen scheußlichen Raben und seine Krachmacherfreunde, sich aus dieser Gegend zu verziehen. Dann mal los, Leute, gebt alles. Hey, das da ist doch Yakari. Lasst gut sein, Leute. Das ist Yakari, den kenne ich. Ah, Krickkrack, schön, dich zu sehen. Ich muss dich nur leider um etwas ganz Wichtiges bitten. Krickkrack weigert sich, hier wegzuziehen. So wird uns der Blauhäher nie die dritte Feder geben. Diese Raben sind Schlemmermäuler. Man müsste nur einen Leckerbissen finden, um sie von hier wegzulocken. Meinst du, Yakari und Mondgeist wird noch etwas einfallen, was auch wirklich dafür sorgt, dass diese Krächzerbande hier für immer verschwindet? Auf die kannst du dich verlassen, glaub mir. Ich hab's! Komm, Blauhäher! Ja, ja, das ist, seit dieser Stamm von weit hergekommen ist, um da seine köstlichen Pflanzen anzubauen. Meinst du etwa diesen Kolben mit den leckeren gelben Körnern dran? Ja, ganz genau. Jetzt sind sie gerade bei der Ernte und da bleiben immer viele Körner auf der Erde liegen. Hey, Yakari! Wovon hast du da gerade deinem Freund erzählt? Och, gar nichts, Krickkrack. Nur von so einem Stamm da drüben auf der anderen Seite. Die bauen diesen Mais an. Los, Abflug! Danke sehr, Yakari. Und ich spüre tatsächlich schon, wie dein Rezept sein Werk tut. Ja, wirklich. Ich habe plötzlich gute Laune. Du hattest ja so recht, Yakari. Mit meiner Eichelwerferei habe ich mir richtig großen Ärger eingehandelt. Dieser Lux hat gar keinen Sinn für Humor. Im Gegensatz zu dir, Yakari. Er findet meinen kleinen Streich gar nicht lustig. Armer kleiner Blauhäher. Hey, Lux, lass ihn. Hey, hier bin ich. Ich war's. Ich hab dir die Eichel auf die Schnauze geworfen. Na, was ist? Versuch mal schön, da hat sich unser Freund der Blauhäher einen Feind gemacht, der ihm noch viel Ärger bereiten wird. Es sei denn, er würde bei mir wohnen. Aua. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Oh, frecher Blick, du bist wirklich zurückgekommen. Und nicht allein. Oh, sind die süß. Darum bist du also in den Wald fortgegangen. Du wolltest eine Familie gründen. Hey. Mit deinen Federn der Freude, Yakari. Und dazu all diesen kleinen Sträuchchen um mich herum kann ich unmöglich je wieder traurig sein.
Stirnziege. Danke, ich hatte ja solche Angst. Du musst nur noch durch diesen Wald da vor uns gehen, dann siehst du schon den Weg nach Hause. Oh ja, ich erkenne den Weg wieder. Du hattest recht, Yakari. Es ist viel zu gefährlich allein. So eine Herde ist auch was Schönes. Nur eins ist dumm. Ich langweile mich so. Und außerdem habe ich keine Freunde in der Herde. Ich bin mir aber ganz sicher, dass sich die anderen Ziegen sehr freuen werden, dich wiederzusehen. Ja, aber was wird der Esel sagen? Oh, wo warst du denn? Wir haben uns alle schrecklich um dich gesorgt. Ich habe nach Abenteuern gesucht. Wenn ihr wollt, erzähle ich's euch. Oh ja! Also das möchte ich auch sehr gern hören. Ja, ganz recht. Ich habe mir nämlich Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, wie es dem Wolf geht. Aber die Ziege hast du auf jeden Fall aus dem Wald vertrieben, Yakari. Die wird keinen Huf mehr hier reinsetzen. Alles Gute. Dieser kleine Indianerjunge hat wirklich viel Mut bewiesen. Und er hat recht. Ich schließe mich auch wieder dem Rudel an. Die sieben Feuer. Los, wer als erster über den Bach springt, hat gewonnen. Entschieden. Warst du da eben ein bisschen aus der Puste, großer Grauer? Kein Stück. Ich habe nur gebremst, weil du ja sonst nicht mitkommst. Dann zeigt sich beim Rennen der sieben Feuer, wer der Schnellere ist. Wer sitzt bei dir auf? Oh, Regenbogen. Und bei dir? Ja, Kari natürlich. Außer ihm, dass sich niemand anders auf meinen Rücken drauf. Kinder, seid ihr schon mit euren Totems fertig? Hier ist mein Adler. Und hier mein Hase. Und mein Bison. Er wird euch alle schlagen. So, seht her, hier. Wir wollen nun also ein großes Wettrennen ausrichten. Nehmt eure Totems. Ihr müsst sie dahin stellen, wo die drei Tippis stehen. Es ist das Rennen der sieben Feuer. Bisher durften nur die besten Jäger des Stammes daran teilnehmen. Wir also? Diesmal soll es anders sein. Wir haben uns entschieden, es euch Kindern zu erlauben, auch an unserem Rennen teilzunehmen. Weil wir ja auch schon groß sind. Weißt du, Yakari, ich glaube, so einfach wird das alles für euch kaum werden. Immerhin müsst ihr euch mit großen, erfahrenen Jägern messen. Wie Stolze Wolke und Kühner Rabe. Die Reiter müssen die Feuer eines nach dem anderen finden. Alle sieben. Und wer als erster nach Hause zurückkehrt, der hat gewonnen. Ich passe auf. Werde das Rennen da ganz oben von der Adlerspitze aus beobachten. Es gibt nur ein Pferd, das schnell und schlau genug ist, um zu gewinnen. Und das ist Kleiner Donner. Du vergisst leider, dass Großer Grauer der schnellste von allen ist. Da habt ihr aber noch nicht mein neues Pony gesehen. Es heißt nämlich Feuerhuf. Feuerhuf? Wie bescheiden. Warum nimmst du für das Rennen nicht dein altes Pony? Das neue scheint ziemlich wild zu sein. Es wird mir gehorchen, ihr werdet sehen. Die Strecke ist sehr schwierig. Ich an deiner Stelle würde da ein zahmeres Pony reiten. Du hast doch keine Ahnung. Die Schnelligkeit ist das Einzige, was bei so einem Rennen zählt. Viel Glück, mein Sohn. Ich gewinne, Vater. Du wirst stolz auf mich sein. Ich bin jetzt schon auf dich stolz. Doch erst musst du eins gewinnen. Das ist die Achtung deines Pferdes. Wenn dir das gelungen ist, wird aus dir ein großer Sioux werden. Macht euch bereit! Ja! Los, kleiner Donner! Nun lauf schon! Das ist ein Befehl! Komm gefälligst zurück, Feuerhuf! Na los, ja! Ich warte am Ziel auf euch, Kinder! Wir müssen ihn einholen! Jetzt noch nicht! Die Strecke ist lang und ich muss mir meine Kräfte einteilen! Hey, machst du etwa schon schlapp? Na
leid, dass du dir Sorgen machst, aber es ist alles in Ordnung, großer Grauer. Kleiner Donner, sie ziehen alle an uns vorbei. Tun wir auch das Richtige? Du musst Vertrauen haben, Yakari. Ich will doch genauso gern gewinnen wie du. Na also, sie haben tatsächlich das zweite Feuer passiert. Was tun wir mit dem Bison? Er kommt voran. Langsam, aber immerhin. Nun lauf endlich, du musst mir gehorchen. Hast du denn nicht gehört im Galopp, du Faultier? Ja, ja! Dieser Wald ist das reinste Labyrinth. Die Reiter können sich leicht darin verirren. Ich sehe die anderen gar nicht mehr. Wie sollen wir nur das dritte Feuer finden? Keine Sorge, Yakari. Ich kann den Rauch des Feuers riechen. Er wird uns leiten. Ja! Ja! Gut gemacht, kleiner Donner. Wir sind schon an dritter Stelle. Ja, großer Grauer hat keinen guten Orientierungssinn. Ich hab den Weg verloren. Da lang, her! Yakari hat sich gut in dem Wald zurechtgefunden. Aber Regenbogen hat wirklich ein besonders schnelles Pferd. Den Rückstand könnte es sehr wohl aufholen. Und der kleine Bison? Na, das läuft schon besser. Na, obwohl... Nicht so schnell! Nicht so schnell! Los, schneller! Es darf keiner vorbeiziehen! Was bist du für ein schwaches Pferd? Dabei bin ich ein so guter Reiter! Bravo, du bist der König des Waldes. Aber ich habe dich trotzdem eingeholt. Ja, und du musst inzwischen ziemlich müde sein. Ich fange dann mal an zu galoppieren. Wir warten dann natürlich am Ziel auf dich. Yakari und Regenbogen sind mutig. Und sie verstehen sich wirklich sehr gut mit ihren Pferden. Wer hätte gedacht, dass diese Frischlinge mit den besten Reitern mithalten können? Wo wir gerade von Kindern reden, wo mag kleiner Dachs sein? Ich sehe ihn nicht mehr. Wer hat gesagt, dass du grasen sollst? Beweg dich endlich! Na gut, ich gebe auf. Ah, damit ist für kleiner Dachs das Rennen zu Ende. Ich habe eine Idee. Halt dich jetzt gut an meiner Mähne fest. Wir nehmen die Abkürzung durch den See. Wollen wir etwa schwimmen gehen? Yakari hat recht. Der Weg durch den See ist ohne Zweifel der kürzeste zu dem fünften der sieben Feuer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee war, kleiner Donner, aber das Wasser ist sehr erfrischend. Wie aufregend das jetzt ist. Wer könnte nun gewinnen? Der schwimmt oder der galoppiert? Regenbogen war schneller als wir. Es tut mir sehr leid, Yakari. Da habe ich mich geirrt. Das war doch keine gute Idee. Ach, halb so schlimm, kleiner Donner. Denn schließlich machen wir das alles zusammen. Jetzt müssen wir nur einen Weg finden, um das wieder wettzumachen. Oh, siehst du dort? Dieser Weg ist eine echte Abkürzung. Wenn wir da lang reiten, kommen wir direkt zum sechsten Feuer. Vorwärts, kleiner Donner! Wir sind schon fast da. Hörst du das pfeifende Heulen? Bei dem Lärm von dem Wind höre ich hier gar nichts. Genau deshalb heißt ja diese Abkürzung auch der kurze Weg des Windes. Das sechste Feuer! Uhuhuhu! Unglaublich. Yakari ist tatsächlich in Führung gegangen. Nur einige werden sagen, es ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei dem Rennen zählt nur die Reihe der Feuer. Solange sie keine auslassen, steht den Reitern jede Abkürzung frei. Das siebte Feuer, wir haben es
fast geschafft. Oh. Wenn wir die Herde aufschrecken, könnte sie wild loslaufen und uns überrennen. Wir müssen von hier aus zu Fuß weiter, und zwar so leise, wie es nur geht. Vorsichtig, kleiner Donner, ganz vorsichtig. Honigsüß! Von wegen! Ihr Spargelhähnchen! Und dabei war es richtig dunkel. Noch ein Wort! Kleiner Donner, da sind sie. Genau die Bären, die wir gesucht haben. Hey! Hallo, ihr Rehe. Wartet doch! Kommt wieder her. Wir wollen doch nur ein bisschen spielen. Wir folgen Ihnen, kleiner Donner. Aber warum? Du weißt, dass ich nicht so gerne mit Wölfen zu tun habe. Keine Angst, ich will ja nur mit ihnen reden. Halt! Bleib stehen! Gegen diese drei da haben wir keine Chance. Ich spreche mit ihnen, keine Sorge. Die beiden Rehe sind viel zu jung. Sie können sich überhaupt nicht wehren. Misch dich da nicht ein, kleiner Mensch. Was? Schluss jetzt! Ihr Wölfe habt die armen Rehe vollkommen verschreckt. Was ist los mit euch? Ihr habt doch gar keinen Hunger. Also lasst sie gefälligst in Ruhe. Hey, wir machen, was wir wollen, ja? Wo ist der Rest von euch? Ja, also... Wir sind das ganze Rudel. Wo ist der Leitwolf? Wir drei brauchen keinen Leitwolf. Großer Weißer war unser Anführer. Und der ist verschwunden. Verschwunden? Ja, in den verschneiten Ebenen. Seit vielen Monden ist er schon weg. Seitdem ziehen wir herum. Das ist doch gar kein Leben für Wölfe. Wölfe brauchen ihr Rudel, um gemeinsam zu überleben und zu jagen. Wir nicht, kleiner Mensch. Ihr solltet lieber euren Anführer in den verschneiten Ebenen suchen, anstatt diese jungen Rehe zu quälen. Das ist da. Mag schon sein, wollen wir aber nicht. Na los, wir hauen ab. Wir werden uns erstmal ein bisschen erfrischen. Wo wollt ihr hin? Der Fluss liegt doch da. Dafür, dass ihr Wölfe seid, kennt ihr euch aber nicht gut aus. Vielleicht wollten wir ja gar nicht zum Fluss. Warum kümmerst du dich überhaupt um die drei Yakari? Die sind doch nur dumm und frech. Wenn sie in einem Rudel wären, würden die strengen Regeln für Ordnung sorgen. Ohne Leitwolf passiert dann sowas. Wer ist hier dumm? Unser Dorf ist hier ganz in der Nähe und wenn unsere Jäger euch entdecken, dann... Wir haben keine Angst vor deinen Jägern. Aber dein Freund hat wohl Angst vor uns. Er weicht immer weiter zurück. Das reicht. Regt euch ab. Lasst das sein. Ich wollte eigentlich schon lange, dass wir zu den verschneiten Ebenen gehen, aber sie... Sie wollen nicht auf dich hören. Ihr seid zu jung, um allein zu überleben. Du musst sie unbedingt überreden, nach eurem Anführer zu suchen. Könntest du, uns zu den Ebenen bringen? Bist du verrückt, ihn sowas zu fragen? Allerdings! So ein Quatsch! Der kleine Mensch hat recht. Ohne das Rudel werden wir nicht bis zum Winter kommen. Wenn wir dort sind, kommen wir allein zurecht. Wir brauchen wirklich unsere Hilfe, kleiner Don. Ich brauche dich. Hab keine Angst. Nur unter einer Bedingung. Ihr haltet immer schön Abstand. Ja, gut, das versprechen wir. Mach dir keine Sorgen. Passieren. Wir müssen ihnen helfen. Ohne uns sind die Wölfe verloren. Danke, junger Sioux. Übrigens, mein Name ist Feuriges Fell. Ich heiße Yakari und das ist kleiner Donner. Wir haben schon genug Zeit verloren. Lasst uns jetzt endlich los. Halt, wartet! Doch nicht da lang. Folgt mir. Das fängt ja gut an. Wir sind richtig. Ich erkenne die Gegend wieder. Lasst uns schnell die Witterung von Großer Weißer aufnehmen, bevor der Schnee alles zudeckt.
Wir haben die verschneiten Ebenen fast erreicht. Jetzt dürfen wir uns hier nur nicht verirren. Wir sind da. In dieser Gegend haben wir ihn das letzte Mal gesehen. Tja, dann werden sich unsere Wege hier wohl trennen. Ich fürchte, wir können erst zurückreiten, wenn sich der schlimme Sturm gelegt hat. Großer Weißer muss ganz in der Nähe sein. Nein, lauf nicht weg. Suchen wir uns lieber einen Unterschlupf. Der Felsvorsprung da, da stellen wir uns unter. Wartet doch! Bei so einem Schneesturm werden wir ihn nie finden. Yakari hat recht, wir müssen warten. Das Wetter ist zu schlecht. Und wir müssen jetzt unbedingt zusammenbleiben. Ich hoffe, es dauert nicht lange, bis wir hier wegkommen. Klar, dass es Schwierigkeiten gibt, wenn wir den Wölfen helfen. Ruhen wir uns lieber aus. Es war ganz schön aufregend und der Weg war lang. Ich bin ganz schön hungrig, aber wir gehen besser sparsam mit den Vorräten um. Yakari, die Aufgabe, die du übernommen hast, ist eine edle und fordert viel Mut. Aber vielleicht ist der Schneesturm gar kein Hindernis, sondern eine Prüfung. Großer Adler, die Wölfe finden ihren Leitwolf nicht. Dabei ist er womöglich sehr viel näher, als du es glaubst, Yakari. Aber vor allem... Ja? Pass gut auf dich auf! Ich hab Hunger. Was hast du in dem Beutel? Leider nichts für euch. Da sind nur Beeren drin. Sowas kriege ich nicht runter. Sonst nichts. Schluss damit, jetzt reißt euch endlich mal zusammen. Es war das Menschenkind, das uns hierher geführt hat. Also, führ uns auch wieder weg. Wir haben uns im Wald sehr wohl gefühlt. Yakari ist doch auch nicht zum Spaß hier. Er hat uns einfach nur helfen wollen. Wenn der Mensch uns wirklich helfen will, dann kann er uns ja als Frühstück dienen. Das werde ich nicht zulassen. Ihr habt es geschafft. Eure Suche ist zu Ende. Großer Weißer. Weil ihr nun endlich euren Anführer gefunden habt. Lebt wohl. Lebt wohl? Großer Weißer! Er ist verschwunden. Und der Sturm auch. Lass uns gehen, bevor uns die Wölfe wieder zu nahe kommen. Wir sollen unseren Anführer schon gefunden haben? Wo denn? Es muss ein Trugbild gewesen sein. Ihr müsst trotzdem darauf hören, was die Erscheinung euch gesagt hat. Großer Adler meinte das Gleiche. Ihr braucht nicht länger nach eurem Anführer zu suchen, weil er schon längst da ist. Er steht direkt vor euch. Feuriges Fell. Du hast uns zu diesem Unterschlupf geführt. Ich glaube, du solltest der Anführer von uns dreien sein. Er hat recht, du hast gezeigt, dass du das Zeug dazu hast. Ja, aber wenn Yakari nicht da gewesen wäre... Nur du kannst das schaffen, feuriges Fell. Denn du hast dich genauso verhalten, wie es ein Rudelführer tun soll. Na gut, dann begleiten wir als erstes Yakari und kleiner Donner zurück nach Hause. Wir begleiten dich nicht weiter, Yakari. Ich danke dir. Hey, seht mal da vorn. Oh nein. Ach nun, lass doch, war ja nur ein Spaß. Leb wohl, Yakari. Siehst du, jetzt sind sie weg. Es ist alles wieder in Ordnung. Jetzt freue ich mich aber wirklich auf zu Hause. Hey! Großer Weißer,
Du bist uns von Anfang an gefolgt, stimmt's? Ja, von Anfang an. Sei ganz unbesorgt, tapferer Menschenjunge. Du hast nichts von mir zu befürchten. Ich hab keine Angst vor dir. Um die jungen Wölfe durch den schweren Schneesturm zu führen, hast du große Gefahren auf dich genommen. Ich hatte sie allein gelassen, damit sie einen neuen Anführer wählen. Du hast ihnen bei diesem Schritt ins Erwachsensein geholfen. Deine Kraft und dein Mut sind außergewöhnlich groß für einen Menschen. Das ist eine kostbare Gabe. Eine Gabe, die Weisheit erfordert. Nutze sie stets gut. Und du? Bleibst du ganz allein? Es ist gut. Mach dir keine Sorgen um mich, Yakari. Es ist Zeit, dass ich gehe. Pass gut auf dich auf. Und ebenso du, kleiner Donner, der die Wölfe so fürchtet. Und nun trennen sich hier unsere Wege. Na, siehst du, kleiner Donner? Ich sagte dir doch, dass alles gut gehen wird. Ja, aber wir Ponys sind diesen Raubtieren gegenüber nun mal misstrauisch. Unser Instinkt will es so. Yakari und die Wapitis. Du da. Das ist meine Birkenrinde, die du da knabberst. Deine Rinde? Aber hier ist doch genug für alle da. Was? Willst du dich mit mir anlegen? Aber das ist doch kein Grund zu streiten. Außerdem ist mein Geweih noch nicht ausgewachsen. Das hättest du dir früher überlegen sollen, du frecher Bengel. Ja, flüchte nur. Was für ein Feigling. Genau wie tapferes Herz damals. Ein lautes Röhren. Sicher der Anführer. Ich hatte mal einen Wapiti-Freund, aber ich habe ihn schon ewig nicht mehr in der Gegend gesehen. Hier sind sehr häufig Wapitis. Wie sieht dein Freund denn aus? Eines seiner Beine ist weiß und er ist ein ganz ausgezeichneter Läufer. Aber er ist nicht so schnell wie ich. Meinst du nicht, dass du da jetzt ein bisschen angibst, kleiner Donner? Steig auf meinen Rücken, dann werde ich dir beweisen, dass ich der Schnellste bin. Alles klar? Es geht schon. Das Gras ist ja ziemlich weich. Tut mir leid. Wer hat da eben so laut gerührt? Das war unser Anführer, Stolzes Geweih. Er hat mich aus der Herde vertrieben. Was hast du denn angestellt? Ich habe an seiner Birkenrinde geknabbert. Das ist alles? Und er beansprucht ganze Bäume für sich? Blöder Anführer. Was für ein Tyrann. Er hat noch ganz andere Sonderrechte. Gehört jetzt niemandem außer dir. Du sprichst unsere Sprache und du nimmst dir Zeit zum Zuhören. Sind alle in deinem Stamm so freundlich zu uns Tieren? Mhm. Sogar euer Häuptling? Ja, vor allem unser Häuptling. Also Stolzes Geweih hört uns nie zu. Er entscheidet immer allein. Er reserviert die besten Weiden für sich und wir müssen darum kämpfen. Und warum wehrt ihr euch nicht? Weil jeder, der sich ihm widersetzt, vertrieben wird. Wie kann er mit so wenig Weisheit euer Anführer sein? Er ist eben der Stärkste. Und er hat das schönste Geweih. Was? Das ist alles? Also das möchte ich sehen. Hey, wo willst du hin? Nur ein bisschen spazieren gehen. Keiner verlässt die Herde ohne meine Erlaubnis. Zurück zu den anderen. Du hast recht. Sein Geweih ist wirklich gewaltig. Offensichtlich ist ihm das zu Kopf gestiegen. Wäre tapferes Herz noch hier, würde er dir das verbieten. Wie bitte? Ich verbiete dir, diesen Namen zu erwähnen. Eines Tages kehrt er zurück und vertreibt dich. Tapferes Herz ist tot, weil er die Wölfe nicht besiegen konnte. Das ist gelogen. Du hast ihn allein gegen die Wölfe kämpfen lassen. Du bist ein Feigling. Du hast recht, schneller Huf. Er ist kein guter Anführer. Aber wovon spricht er da? Wer ist tapferes Herz?
Das war sein Vorgänger. Ein mutiger, gerechter Wapiti, der im letzten Winter verschwand. Stolzes Geweih sagt immer wieder, er sei tot. Aber das glauben wir ihm nicht. Wir hoffen, er kehrt irgendwann wieder zurück. Hey, zartes Gras! Warte doch, zartes Gras! Hallo. Das ist Yakari. Er kann uns helfen. Mm-mm. Uns kann nur tapferes Herz helfen. Wir müssen ihn finden. Er wird uns von diesem Fiesling befreien. Aber woher weißt du denn, dass er noch am Leben ist? Einige von uns durchstreifen abwechselnd heimlich den Wald, um nach tapferes Herz zu suchen. Und er wurde auch schon gesehen. Er ist sehr groß und eines seiner Beine ist ganz weiß. Das ist der Freund, von dem ich erzählte. Wenn er euer wahrer Anführer ist, na, dann muss er seinen Platz auch wieder einnehmen. Ich werde euch helfen, ihn zu finden. Yakari kennt sich im Wald gut aus. Schneller Huf! Geh mir sofort aus den Augen! Und du, zartes Gras, sofort zurück zur Herde! Das ist ungerecht. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tapferes Herz unbedingt wiederfinden. Nur er kann den anderen Wapitis helfen. Aber wie in diesem großen Wald? Lass mich nur machen. Wir werden unsere Freunde, die Tiere, befragen. Tapferes Herz? Nein, Yakari. Ich kenne keinen Wapiti, der so heißt. Ich kann euch leider nicht helfen. Tut mir leid. Als ich ihn zuletzt gesehen habe, war er noch ein Wapiti-Kai. Frag doch mal den Präriehund. Frag die Kojoten. Die schnüffeln doch immer überall herum. Die Kojoten? Vielen Dank. Ich kenne die Geschichte von Tapferes Herz. In der Prärie gingen ja so einige Gerüchte um. Es soll am Fuße des Weißen Berges passiert sein, jenseits des großen Waldes. Aber das ist doch das Revier der Wölfe. Ganz genau, Yakari. Oh. Man erzählt sich, tapferes Herz habe mutig gegen ein Rudel blutrünstiger Wölfe gekämpft. Vielleicht gegen ein ganzes Rudel? Hätte er das überleben können? Möglich wäre es, wenn er so mutig ist, wie alle immer behaupten. Da vorne beginnt das Revier der Wölfe. Wir werden ihn finden, Yakari. Er ist schnell genug, um dem Wolfsrudel entkommen zu sein. Ja, du hast ganz bestimmt recht. Er lebt. Da bin ich mir inzwischen sicher. Ein Wapiti. Tapferes Herz? Ja, das ist er. Das ist tapferes Herz. Genau dich suchen wir, tapferes Herz. Hey, kleiner Donner. Wir haben uns lange nicht gesehen. Du bist mir noch eine Revanche im Wettrennen schuldig. Das müssen wir leider auf später verschieben. Hör dir erst mal an, was Yakari dir zu sagen hat. Deine Herde, sie braucht dich dringend. Stolzes Geweih ist zu hart zu ihr. Stolzes Geweih war schon immer so. Er hat schneller Huf aus der Herde vertrieben und er versetzt die anderen in Angst und Schrecken. Meine Verletzung ist zwar gut verheilt, aber ich bin noch zu schwach, um gegen ihn zu kämpfen. Keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Können wir mit Körperkraft nicht siegen? Dann eben mit einer List. Zartes Gras, was habe ich dir über meine Birkenrinde gesagt? Das wirst du teuer bezahlen. Mit Aufsässigen wie dir mache ich kurzen Prozess. Du verdienst es nicht länger, Anführer dieser Herde zu sein, stolzes Geweih. Deine Herrschaft ist beendet. Tapferes Herz! Ich wusste, du kehrst zurück. Ich erzähle euch, was passiert ist. Im letzten Winter stellte stolzes Geweih mir eine Falle. Er lockte mich an einen Abhang und stieß mich hinunter. Mein Geweih zerbrach und er glaubte, ich wäre tot. Er gab den Wölfen die Schuld, um meinen Platz als Anführer einnehmen zu können. Aber die Wölfe taten mir nichts, im Gegenteil. Sie haben mich gerettet. Dank ihrer Pflege verheilten meine Wunden und ich kam wieder zu Kräften. Lass uns kämpfen, stolzes Geweih! Jetzt kriegst du wohl Angst, was?
Ich will nicht gegen dich kämpfen. Du bist stärker. Ist das dein Ernst? Du gibst auf? Nein! Du Betrüger! Pass auf, tapferes Herz! Jetzt! Ich stecke fest! Gut gemacht, Yakari. Dein Plan hat funktioniert. Jetzt helft mir doch hier raus, bitte. Wer würde so einem fiesen Betrüger schon helfen? Wenn du versprichst, diesen Wald für immer zu verlassen, werde ich dich befreien. Ich verspreche es. Und jetzt holt mich hier raus. Hab Geduld. Ich glaube, du brauchst noch etwas Zeit zum Nachdenken, oder? Und da du Birkenrinde ja so gern magst, kannst du dich ja freifressen. Danke, meine Freunde. Die Wapitis haben ihren wahren Anführer wieder. Und ich find's toll, dass ich einen weiteren Freund im Wald hab. Aber eine Sache fehlt noch. Ich bin dir noch eine Revanche schuldig. Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt. Köpfige Ziege.